Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Crying Destiny und heute zocken wir mal seit Ewigkeiten wieder eine Runde Custom Zombies. Diesmal in Black Ops 3, die Map heißt Operation Luché, so wie ich sie mir gerade vorsprechen lassen habe von Google. Und mit dabei ist Evos bzw. der Nick. Guten Tag. Shalom. So, bin mal gespannt, was wir hier für ein Ladescreen haben. Es hängt. Black Screen. Ah, so, da kommt. Ach, das ist aber spannend. Es ist schwarz, ne? Ja. Da siehst du schwarz, ey. Ohne Witz. Oh. Kinder. Oh, scheiße, ne. Boah, das ist mir jetzt schon viel zu Free spannend. Free their souls. Oh, da ist. Ach, drei jetzt Generatoren. Auch bei mir geladen. Wir brauchen drei. Wir brauchen auch drei Fuses, Sicherungen. Okay. Also. Generatoren und Sicherung, das ist das, was ich mir gerade merken konnte, was wir brauchen. Weil es gibt nämlich ein Easter Egg auf dieser Map. Wow, ist das laut. Eieiei. Was haben wir denn hier? Geh mal. Was war das denn gerade für eine Musik? Warte. Es hat schon richtigen Orange-Flavor. Ich habe ein Schildteil aufgehoben. Weil jetzt, die Musik ist jetzt aber wieder weg, jetzt kann ich ein bisschen lauter wieder gehen. So. Was ist das hier? Ich glaube, ich muss bei mir auch mal gleich spielen. Ist das hier wie. Ist das. Das ist so Element Musik Easter Egg? 1, 2, 5. Oder? Hier ist eine Schaufel, ich habe die mal genommen. Also erinnert schon auf jeden Fall sehr an Origins. Hier. Okay, es gibt auf jeden Fall Strom. Ja, jetzt schon. Es gibt aber. Achso, hast du dich. Nee, du hast die Punkte. Boah, ist das. Hey, ei, ei. Okay, wir müssen doch ein bisschen, leiser oder? Drehen. Nee, hier ist kein Musik Easter Egg, hier macht nur gerade was Geräusche. So. Weil man muss sich auch noch hören, ne? Also ist seine Waffe auch so laut, oder? Oh doch, Musik ist da. Echt? Ach, es sind Teddys. Hier ist noch eine Schaufel. Falls du brauchst. Okay, ja, ich komme. Da. Schaufel. Da ist Schaufel. So. Okay, wir können also graben anscheinend. Strom. Hier kann man. Ach, hier kannst du. Trading Table hast du hier. Zum Waffentauschen. Ach. Tatsache, ist ja geil. Ja, das kenne ich schon von ein paar Maps. Ja, habe ich auch schon mal gesehen. Strom erst einschalten. Automaten, ah, hier ist Play Lock One Entry, warte mal. Was ist. Ach so, sold out, ja. Transformation complete. Deployment ready. Awaiting orders. Release. Release. Was ist das denn hier? Vent open. Aha. Mhm. Ich habe absolut nichts verstanden. Ich weiß nur, dass gerade irgendwie eine Lüftung geöffnet wurde und das wohl was getestet wurde. Oh Gott, ich muss echt mal bei mir den Sound leiser stellen. Ja, die Waffe ist extrem laut. Oh ja. Also, die Zombies gehen, aber der Waffensound, ey. Ja, das war gemessen. Muss ich mal. Ja, jetzt muss ich aber auch mal in die Optionen. Ich mach mal den wieder auf 50 und dann. SFX ist das, ne? Ja, das ist gut möglich. Muss ja, auch ja, SFX, alles. Ja. Hm. Alter, aber die Musik ist auch immer hart laut. So. Also du hast schon einen Teil aufgesammelt. Oh, hier war auch gerade, glaube ich. Ja, das war einfach ein Teil für ein Schild. Ja. So. Wow. Hast du schon irgendwo was gefunden, wo wir weiterkommen? Nee, bisher mal nicht. Okay. Oh Gott. Ja, fängt ja gut an. Ja, der Moment, wenn man so ein Zombie messern will, ne, ist ja, nicht immer ist so, einfach. Ja, ich muss mal kurz eine Waffe holen, sonst wird das nix. Das habe ich auch gerade vorgehabt. Eieiei. Oh, ich hab's. Warte, ich schieß mal mit besser. Auf hier. Ach, hä? Hast du Zombieblut? Ja. Ah, okay. So, ich brauche jetzt auch eine Waffe. Gibt's als Drop, also das war jetzt kein Kaugummi oder so. Ja. Kaufen wir hier die Emmons Garant. Trading Table. Ich glaube, hier vorne geht's durch die Tür, oder? Ich weiß, wer die Türen aufkaufen wird. Ah ja, hier ist. Weil ich hab gerade aufgekauft. Hier ist hier ein. Hier auf der Seite, wo wir jetzt gerade waren, wo du gelegen hast, aber auch eine Tür. Ah, okay. Ich guck gerade, ob man hier irgendwas machen kann. Das sieht aus wie ein Teleporter. Ah, hier ist noch ein zweiter Lock-Entry, aber den können wir gleich anmachen, oder? Ja. Oder wollen wir jetzt? Ja. Na, gleich ist glaube ich entspannter zum Hören. Oh, sorry, hab dich geblockt. Oh, hier ist ein Teil. Aber wo? Hä?
Ach, da unten. Ah, für Schild, okay. Haben wir eigentlich. Ah, Rocket Schild, Teleporter Fuses. Ich hole mir mal das Bowie Knife. Alter, das klingt aber. Hast du die auch die M1 Garant gekauft? Ja. Wenn die leer geht, Alter. Das ist genau wie in World at War. Aber auch richtig laut, ey. Ja, deswegen habe ich auch alle. Also mein Sound ist jetzt perfekt, das ist alles. Passt so. Ja, ich hoffe, man hört dich noch ganz gut, aber eigentlich müsste man das. So, STG hängt hier noch. Was sind denn diese Sword Out? Muss man da Seelen füllen oder da was? Da muss man ist Seelen das? Reinfüllen. Ach, ja. Sag was, dann Achso, hast du gerade schon angefangen? Nee, noch nicht wirklich. Hier hinten? Okay, hier ist jetzt gerade nicht viel passiert irgendwie. Entweder habe ich den gerade zu früh gemessert oder. Ich weiß auch nicht. Ja, vielleicht muss man die auch irgendwie aktivieren. Aber ist da schon was reingeflogen? Jetzt gerade nicht, als ich einen Zombie da vorgetötet habe. Ja doch, oh, ich kann heute nicht reden. Ich kann nicht richtig reden. Ja, ich habe heute irgendwie Schwanz im Mund oder so. Ach ja. Schön, weil wir ja Custom Zombies zu spielen. Ja, definitiv. Richtig back to the roots. Ja, ist bei mir ja auch länger her. Das ist, glaube ich, auch das erste Mal, dass ich tatsächlich Custom Zombies in Black Ops 3 aufnehme. Sonst immer nur World at War. Ne, da fliegt aber nichts rein. Ja. Also, ich weiß, dass es so Dinger sind. Nee, da geht aber nichts rein. Keine Ahnung, dann. Nee, dann lass erstmal hier aus diesem engen irgendwas raus. Hey, lass mich in Ruhe. Zack. So, dann check ich mal hier hinten die Area weiter aus. Ach so, hier war noch der Log Entry. Ich mach den mal an. Ja, mach den mal an. Das denn? Ach so, das Wunderfest, lol, das ist ja gut. Wunde? Leider ist das bei mir halt extrem leise, weil ich den SFX runtergedreht habe, damit die Waffen nicht so laut sind. 100% verstehe ich es auch nicht, aber. Ja, ist halt auch die. Also, ist ja, soll ja so sein von der Qualität, aber dadurch versteht man halt auch nicht alles. Naja. Atmosphärisch passt's, aber ja, ja, ich nicht unbedingt weiter. Das auf jeden Fall. So, was geht denn hier? Ach, da ist noch ja auch ab? Die Kiste. Oh, ja, das hab ich auch noch nicht gesehen. Aber check ich doch mal direkt. Boah, das war ein kleiner Leck. Wow. Ah, das sind alte World at War Waffen. Oh fuck. Nein, ich werde auch drauf gehen. Ja, fuck. Warte, wie nennt sich das? Fast Restart? Aufnahme, ne? Löschen? Warte, was? Nee. Das war Spaß, habe ich auch früher nie gemacht. Hä? Aber irgendwie geht der Fast Restart nicht. Fast, ich glaube, das geht nicht, weil wir online spielen. Das geht, glaube ich, nur solo. Okay. Oder muss ich Map Fast Restarten? So! Neuer Versuch, neues Glück. So, jetzt werden wir wenigstens nicht so direkt angeschrien von der Musik. Ja. So, weil hier vorne war auch irgendwo ein Schildteil, ne, was du eben einmal gefunden hattest, oder? Wo war denn das? Das war hier in dem Schrank. Liegt's aber jetzt nicht mehr. Okay, es gibt verschiedene Spots. Sheesh, Alter, da hat sich ja immer richtig Gedanken gemacht. Ah, hier ist ein Teil. Ja, hab's gefunden. Ja. Alles klar. Oh, diesmal ist Kiste aber hier. Oh, direkt im Anfangsraum. Ist ja nice. Ja, ich habe gerade schon die Waffen ein bisschen gesehen. Es sind, also nicht alles WAW-Waffen, aber auf jeden Fall alte Waffen. Also passend zur Location. Das sah ziemlich nett aus, was ich da so gesehen habe. Lass mich auch mal ein bisschen Action haben hier. Ey, die Kiste ist ja hier. Hab ich doch. Digga. Ja, ich hab dir nicht zugehört, okay. Sheesh. LOL, okay, ja. Richtiger. Ja, ich seh schon, guck mal, was ich da. Okay, ich halte Panzerschreck, ich schreck's Panzer. Nee, das ist die M1 Bazooka. Ah, so fast. Hier gibt's nochmal eine kleine Geschichte zum Einschlafen. Ja, ich will auch gleich mal Box hitten. Ich war ja auch eben dran, als die Hunde-Runde war. Und hab irgend so eine Sniper gezogen, die 5 Stunden braucht. Also halt, ein Schuss, ne? Und braucht 5 Stunden, um nachzuladen. Okay. Da bin ich halt etwas drauf gegangen. So. Gib mir mal was Nettes. Ich habe eine Blunderbuss. Das ist wieder dasselbe Ding, glaube ich, oder? Also, das ist auf jeden Fall auch ein Schuss.
Ah, bin ich mal gespannt. Ich habe leider gerade keinen Zombie, um das zu testen. Ach du Heiliger, das ist ja noch länger vom Nachladen. Willst du dir mal diesen Nachladeprozess angucken? No. What the fuck, Alter? Oh, sorry, jetzt bin ich voll ins Zombieblut gelaufen. Wenn das nicht effektiv ist, ne, dann... Ist ja egal, ich hab das da. Also, es tötet auf jeden Fall One-Shot. Hast du schon eine Schaufel? Nee. Da hängt wieder eine am Ausgang vom Anfangsraum, wo wir gerade vorbeigelaufen sind. Also, ja. Explosionsradius, der ist heftig. Von der Bazooka hier, die ich hab. Ja, okay. Weil ich schieß mich nicht direkt vor die Füße, LAN-Kabel, nee. Ich schieß mir nicht direkt vor die Füße und ich krieg trotzdem noch was ab. Ich hätte nochmal die Box, Alter. Also mit dieser Blunderbuss komme ich nicht klar. Jetzt haben wir mal, und ich kriege die M30 Luftwaffe Drilling. Guck mal. Das muss ich dir mal zeigen. Yo. Ich habe von hier an das Fenster geschossen und habe Schaden bekommen. ich habe mich hochgearbeitet von einer einfachen Shotgun zu einer Double Shotgun. Ich hab vor allem die Donnerkanone auch in der Kiste gesehen. Wow. Oh, cool, das wollte ich schon immer mal haben. Zack. Ach, noch eine Pistole. Was? Hä? Ich hab gerade wieder die M1911 aus der Kiste bekommen. ach, cool. Ja, läuft. Ja, das so. Wollte ich haben. Pam, Junge. Insta. Ach du Scheiße, und die Wolfer, die ich jetzt aus der Kiste bekomme, die ist genauso stark wie die M1911. Ja, ich will auch gleich nochmal hitten. Es muss doch irgendwas Vollautomatisches in dem Ding geben, oder? Ja, ich wollte gerade sagen. Also, da sind einige dabei, die vollautomatisch aussehen. So, dann müssen wir wohl aufkaufen, ne? Ja, ich nehme mal nur eine Schaufel gerade mit, so. Ja, dann lass mal wieder in die Richtung, wo wir eben waren. Da ist auf jeden Fall noch ein Schildteil, das brauchen wir. Ach, mir fehlen 10 Punkte, warte mal, Barriere? Ja. Mama, lass mich raus! Bäh. Oh, hier war wieder. Gott, die ist echt nicht stark. Ich brauche echt eine vernünftige Waffe. So, das Schildteil ist diesmal woanders anscheinend. Hey, ich hab doch jetzt. Oh, das war eine Waffe, okay. Naja, egal, die hätte ich jetzt sowieso geholt. Ja, STG kannst du nichts falsch machen, glaube ich. Ja, ist wirklich so. Oh, hier also, war das Teil, glaube ich, gerade. Hier kann ich. Ah! Oh, geil, ich habe eine Waffe gekriegt. Oh, ne, M1 A1 Karabiner. Hier geht es weiter bei den Kisten. Ja, das ist doch was, womit ich arbeiten kann. Ist halt jetzt auch nicht ultimativ stark, aber es ist okay. Die Waffen sind ja alle irgendwie voll laut. Ja, ne, das stört mich auch so ein bisschen, aber ich habe das, glaube ich, ganz gut jetzt im Griff gekriegt. Und falls es nicht so ist, entschuldige ich mich hiermit aufrichtig. So, die ist jetzt nicht stark, aber... Ach, ich hab mal wieder eine Pistole aus der Kiste bekommen. Ja, nice. Ich bin auch gerade am überlegen, mir die STG einfach zu kaufen an der Wand. Maximale Munition. Aber noch geht's... Ach, das ist mal wieder die Volta. Irgendwo muss hier eigentlich das Schilder liegen. In dem Bereich, bin ich der Meinung. Also war zumindest ebenso. Also wir haben jetzt auf jeden Fall... vielleicht ist ja eine Tür weitergewandert, kann gut sein. Ja, wir haben jetzt auf jeden Fall auch drei Richtungen, die wir aufkaufen können. Ne, sogar vier. Hier geht's auch rein. Da ist Speed Cola. Also wir können hier weiter rein, wieder in so einen Bunker oder was auch immer. Oder weiter in den Schützengraben oder hier in die Mitte rein. Da ist auf jeden Fall irgendwas Blaues, Großes. Und ein Teddy. Ich, das kostet auch nur 500. Ich kauf mal auf. Hier ist Speed Cola. Hier ist ein Teil. Wo? Ja, noch ein Teddy. Also das war das Teil von eben, aber ich hab's gerade nicht gesehen, wo es liegt. Der wollt einfach mich. Der kennt da nichts. Ja. Ich weiß noch nicht, was man hier mit diesen Sold Out. Vielleicht gehen die auch erst, wenn der Strom an ist. Ja, das kann gut sein. Den müssen wir dann gleich auch noch finden. Und Jack. Auch schön, dass die Hunde hier nicht so hinkommen. Oh, nachladen.
Schieß. Perfekt. Okay. So, sonst ist hier nichts, ne? Ne, da geht's nochmal wieder runter und da geht's in die andere Richtung runter. Da waren wir aber noch nicht. Ich glaube aber, wir müssen im Bunker. Da würde ich jetzt vermuten, dass da Strom ist. Oder? 1500. Ja, hab ich. Jack. Oh, hier ist Lock Entry 3. Schildteil? Hast du eine Werkbank irgendwo gesehen? Nee, bisher mal nicht. Hier ist okay, Pack. Kann man wieder Strom. Wow, leck. Ja, das habe ich gespürt. Oh ja, jetzt gehen die Seelen rein. Hast du gerade gesehen? Echt? Ja, die fliegen rein. Warte, wo hast du jetzt Strom angemacht? Hier drin wurde auch Jack ist und so. Boah, ich komme da nicht gegen an, Alter. Er gönnt sich erstmal Kiste. Hä, ich war gar nicht unterwegs. Achso, ich dachte. Naja, dann gönn ich mir halt die Kiste. Ich bin bei dir im Raum, du so. Schieß, Alter! Oh fuck. Gib mir die Waffe. Oh, Sterling, geil. Oh, ich kann mir Jack leisten. Ja, ich hab mir schon Jack geholt. Ja, mach ich jetzt auch. Weil das ist so ein richtig komisches Gefühl, wenn man die ganze Zeit nur noch Black Ops 4 gespielt hat und jetzt auf einmal Jack kaufen kann. Ja. Zack, reingegangen. Ach du, da hast du sogar unten die Anzeige, bewegt sich auch. Oh, wie klingt die denn, Alter? Ist ja nicht schön. Ah, lass ihn mal herkommen. So, geht's hier hinten auch noch irgendwie weiter? Also das Pack auf jeden Fall. Hier ist noch Lock Entry 4. Ah, hier ist eine Bank. Du hast eine Bank hier. Nice. Oder? Ah ne, du kannst da immer 1000 ablegen und du brauchst insgesamt 20.000, damit die Tür aufgeht. Ich glaube, in der Kiste gibt es halt echt nur Einschusswaffen. Gefühlt ja, ne? Eine Werkbank wäre optimal. Ach, guck mal, ein MG42. Ja, nice. Oh, Perk. Lol, die droppen einfach Perk, ja. Nimm. Double Tap nehme ich. Ja, hätte ich auch gern gehabt. Boah, Alter. Diese runden Sounds, ne? Ja, ne? Was ist hier? Ja. Hast du schon mal gemessert, den Song gehört? Nee. Klingt irgendwie. Ich glaube, das ist komisch. Voll, oder? Ja, doch, das ist voll. Da passt die Menge rein. Ah ja, dann, Da gehen wir mal in den First Room, ne? Ja, es ist ja gar nicht eng da. Ja, aber wann wird. Boah, ich kenne eine Abkürzung, Digga. Miau. Ach, Scheiße, hier brauche ich 500 Punkte. Naja, ist offen. Ich habe das Gefühl, meine Waffen ziehen einfach gar nichts, Alter. Alles klar, also hier hat jemand nicht den, nicht verstanden, dass ich hier eine schwerere Waffe habe. Weil ich renne gerade mit der MG42 einfach schneller als mit der STG. Guck mal, ich habe ein Ratatata. Das heißt ja auch leichtes Maschinengewehr. LMG. Na toll, ich wollte die Zombies jetzt zu dem Dings locken und dann renne ich durch den Zombie durch, der Zombie-Blut gedroppt hat. Okay, jetzt habe ich Waffen, Alter, jetzt bin ich bestens ausgestattet. So. Ich gehe mal an den Wunderfest, der Zombie rennt ja eh dir hinterher. Ja, ich guck gerade noch nach einer Werkbank irgendwo, aber hier ist auch keine. Electric Cherry, ich meine, warum nicht? So, Zombie, dann komm mal her. Boah, der, was hab ich da? Die ist ja gut. Ich habe ein viertes Perk aus irgendeinem Grund. Hä? Okay. Yeah, ich weiß aber nicht, was das ist. ich hab nur zwei. Also ich hab grad vier. Boah, ey, dieser Runden-Sound, ne? Ich weiß noch nicht mal, was das sein soll. Ja, keine Ahnung. Stimme der Vernunft. Dieser Messersound, Alter. Ah, die Waffe, die ich jetzt habe, ist gut. Die Nambu Type 2. Type 2. Die habe ich gerade aus der Kiste gezogen beim Sale. Und die ist annehmbar. Kann man lassen. Ja, dafür, dass ich keinen Double Tap habe, Alter, zieht die ganz gut.